Immer mal wieder postet Lena Meyer-Landrut Instagram-Bilder oder Stories, die sie bei Basketballspielen zeigen. Doch was fasziniert die Sängerin so an dem Sport? Bei einem Interview im Rahmen der NBA London Games hat sie verraten, warum sie ein großer Basketballfan ist. Außerdem sagt die Sängerin, wer dieses Jahr ihrer Meinung nach Meister wird. Ja, Lena, du beim Basketball. Also ja. Ich weiß, dass das öfter der Fall ist, aber erklär doch mal den Zuschauern, warum und wieso. Also ehrlich gesagt hat meine Basketballliebe mit meinem Freund angefangen, der großer Basketballfan ist. Und er hat mich zum Spiel introduced und ich liebe Basketball. Ich finde es einfach so ein geiler Sport. Es macht unglaublich viel Spaß zuzugucken. Es ist taktisch, es ist entertaining, es ist irgendwie auch auf eine Art sexy, nicht auf einer sexuellen Ebene, sondern es ist einfach ein smoother Sport und ich liebe einfach Basketball gucken und immer wenn wir in Amerika sind und die Chance haben, gehen wir zum Spiel und ja, das jetzt schon seit vielen Jahren. Ja, wir haben uns gesehen, ich weiß nicht, du das weißt, letztes Jahr in Cleveland. Bei den Finals, genau. Das waren ja einfach unfassbare Finals, was so gerade so die Offensive und so angeht. Ihr habt jetzt, glaube ich, 3 Spiele gesehen gehabt. Zwei. Was ist dir davon irgendwie noch im Gedächtnis geblieben? Also die, was mir vor allen Dingen unabhängig vom Spiel im Gedächtnis geblieben ist, ist auf jeden Fall die Stimmung. Also ohne unseren Sport sozusagen in den Hintergrund stellen zu wollen, ist es einfach unglaublich gewesen. Also die Menschen sind so passionate und so leidenschaftlich und die Stimmung hat so gekocht und man hat richtig so die Energie gespürt und es war so unglaublich. Insgesamt, diese ganze Finals-Serie war mega. Es hat so viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Foto auf Instagram bei deinem Freund Max gesehen. Da wart ihr, glaube ich, in LeBron-James-Trikots unterwegs. Ist es jetzt auch so eine leichte Tendenz als Fan von LeBron James oder hast du da andere Spieler, die du favorisierst? Also ich bin sozusagen ein Fan des Spiels. Ich bin ein Fan von guten Spielern. Ich habe nicht einen Verein, den ich sozusagen unterstütze. Deswegen, ich bin großer LeBron-Fan. Ich bin auch großer Curry-Fan. Ich liebe Westbrook, wie er spielt. Ich bin großer Harden-Fan tatsächlich auch. Und ich bin auch großer Kyrie Irving-Fan. Deswegen bin ich die ganze Zeit so, so cool. Ich bin einfach Fan von gutem Basketball. Und das können die Jungs natürlich sehr, sehr gut. Ist es dann auch so, dass du, also habt ihr den League Pass, guckt ihr The Zone oder schaust du auch viele Spiele dann live in Deutschland? Ja, wir haben League Pass gucken Spiele, wenn es geht. Und meistens per League Pass mit amerikanischen Kommentatoren. Gut, das ist natürlich jetzt, also da komme ich, glaube ich, da muss ich immer verkraften, aber die Frage ist natürlich, guckt ihr dann live nachts und dann ist der nächste Tag im Arsch oder guckt ihr dann irgendwie real life am Morgen? Also wichtige Spiele für uns gucken wir auch live, aber manche können auch on demand geguckt werden. Und ich gucke jetzt auch nicht jedes Spiel, also ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt kein so krasser Freak, dass ich so alles gucke, ne? Aber tolle Spiele gucke ich schon gerne. Da bleibt abschließend ein Tipp, muss ich geben. Wer wird denn Meister dieses Jahr? Ich habe das Gefühl, dass es Cleveland wieder werden könnte. Ich weiß nicht. Ich glaube dran. Ja, und Glaube ist das Wichtigste im Leben, glaube ich auch. Und von daher, ja, Lena, vielen, vielen Dank. Danke. Und viel Spaß morgen beim Spiel. Danke euch auch.